Und weiter geht es mit Dragon Age Origins. Wir sind immer noch in diesem sehr, sehr harten Kampf. Ich werde die meiste Zeit mal lieber auf ihr drauf bleiben, damit sie in Ruhe heilen kann. Oh, hier geht das Mana aus. Dreck und... Ah, verdammt, ich wusste das. Okay, dann müssen die das allein machen. Oh, immer noch so viele Gegner, ey, Scheißdreck. Immer noch mein. Das hier unten, das da mal in der Gefängnis. Verdammt. So, eine Gruppenheilung da reinhauen. Ist der Baum denn wenigstens? Nee. Hey. Die fallen auch gerade nicht so wirklich um. Das ist ein harter Kampf. Okay, was machen wir? Ja, ich muss. Hast du erstmal Regeneration zu erhöhen. Ah, crap, das werde ich nicht schaffen. Ja, scheiße. Machen wir das Ganze nochmal von vorne. Sollen wir direkt alle auf den da hinten gehen? Klappt das denn überhaupt? Ja, zumindest mal einen Versuch wert. Fällt er denn wenigstens so oder fällt sogar relativ gut? Auch wenn das nicht viel bringt. Zephyrin hat auch nicht mehr viel. Eieiei, okay. Ich hoffe mal, dass es dann so klappen wird. Sport das gerade nochmal. Nee, Blödsinn, du sportest nicht. Du schmeißt ja einen Trank rein. Du machst Knaufschlag, das ist sehr gut. Du kannst mal nach hier hinten. Na, ist kein Platz da, oder? Achso, du bist. Okay, die ist betäubt, alles klar. Kann das ja nichts werden. So, wir heilen Alistair gerade nochmal. So. Jetzt kommst du mal nach hinten. Ich habe es bei der Taktikmenü so eingestellt, dass Liliana automatisch auf Fernkampf wechselt, sobald sie eine gewisse Entfernung hat und dann damit angreift. Und das klappt jetzt hoffentlich gleich auch mal. Geschafft. Warum nicht direkt so? Nein, das reicht. Ich kann euch nicht besiegen. Beendet es! Erschlagt ihn! Nein, verschont ihn! Bitte! Herrin, haltet ihn auf! Nein, Windläufer. Wir werden ihn nicht töten. Wenn in unseren Herzen kein Platz für Mitgefühl ist, wie können wir dann erwarten, dass es bei ihm anders ist.
Ich kann deine Bitte nicht erfüllen, Geist. Ich bin zu alt für Mitleid. Ich sehe vor mir nur die Gesichter meiner Kinder, meiner Leute. Ich kann es nicht tun. Oh Mann, wäre ich doch im ersten Versuch auch direkt auf den draufgegangen, anstatt mich hier um den ganzen Ätz zu kümmern. Ist doch richtig gut geklappt. Naja, egal. Geht das nicht alles schon viel zu lang, Zephyrin? Vielleicht habe ich schon zu lange gelebt. Mein Hass ist wie eine uralte, knorrige Wurzel. Er hat meine Seele zerfressen. Was ist mit dir, Geist? Du bist ebenso an den Fluch gebunden wie ich. Hast du keine Angst vor dem Ende? Du hast mich erschaffen, Zephyrin. Du hast mir Gestalt und Bewusstsein gegeben, wo vorher nichts war. Ich habe Schmerzen und Liebe erfahren. Hoffnung und Angst. All die Freuden, die das Leben ausmachen. Aber von allen Dingen ersehne ich nichts mehr als das Ende. Ich bitte dich, Schöpfer, bereite mir ein Ende. Wir bitten dich. Hab Mitleid. Na, und jetzt? Du beschämst mich, Geist. Ich bin ein alter Mann, der sich selbst überlebt hat. Dann wirst du es tun? Du hebst den Fluch auf? Ja, die Zeit ist gekommen. Lasst uns all dem ein Ende bereiten. Kleidung herhaben. Die hatten die als Wölfe aber es nicht, oder? Es ist vorbei. Egal. Sie ist fort und wir sind Menschen. Ich kann es kaum fassen. Werdet ihr eure Stärke und Wirklichkeit nicht vermissen? Verglichen mit der Bestie in uns, die wir ständig bekämpfen mussten, ist es sogar absolut großartig. Ich leiste gute Arbeitszeit für meinen Lohn. Naja, was werdet ihr jetzt tun? Wir werden wohl den Wald verlassen. Andere Menschen suchen. Sehen, was uns dort erwartet. Das dürfte interessant werden. Glaubt ihr nicht? Danke. Wir werden euch nie vergessen. Neue Fähigkeit inspiriert. Kraft. Oh, +7, +7. Ja, sehr geil. Okay, das wäre geschafft. Mhm. Gar nicht mal so ein einfacher Kampf. Zumindest nicht wenn man es so versucht, wie ich am Anfang. den Sakko. Aber den haben wir ja schon. Gibt es ja nicht irgendwie noch so ein bisschen Belohnung? Zephyrin, eine Leiche, irgendwie was? Irgendwo? Ne? Natürlich, oh halt, da rollen wir dann. Okay, das wäre jetzt natürlich nett gewesen. Naja. Ich bin dran. Hier vielleicht irgendwas Neues? Naja, hier waren nur Schätze, wo dieser bescheuerte Helm dran war, den kein Mensch braucht. Ja, stark. Aber was soll's. Wir machen es ja nicht wegen der Belohnung. Sondern weil wir gute Menschen sind. Uah, okay. Ja, aber gut, dass wir den Wölfen geholfen haben. Gegen Zephyrin. Ich bin nur mal gespannt, was die Dalish jetzt dazu sagen. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig da? Sind wir hergekommen? Ja, da müssen wir nämlich lang.
stark. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Sah das da auch so aus? Okay. Gar nicht drauf geachtet. So, da geht's dann wieder nach draußen in den Brazilian-Wald und dann geht's zum Lager der Dalish. Aber in diesem Teil nicht mehr. Bis dann.